Servus Sportfreunde, wir haben uns gedacht, heute mal wieder ein brutales Rückentraining. Heute mal wieder ein bisschen Action heute. Okay, nee, Spaß beiseite. Das hat nichts mit Kraftsport zu tun, das ist Reha. Was macht ein Bodybuilder in der Zeit? Beinpresse mit 1200 Kilo. Gut wäre es, wenn Sie jetzt noch einen Waschlappen an die Füße, können Sie wenigstens den Raum sauber machen in der Zeit. Mir fehlen selten die Worte, aber momentan fällt mir es schwer, das in Worte zu packen. Das ist absolut unglaublich. Dann besser die Schnauze. Ihr wisst nicht, was ihr trainieren sollt und wie. Ja, ich weiß nicht. Gut, ich würde vorschlagen, wie wäre es mit Armen und Beinen? Beim Push und Pull geht man schon über die Hose drauf. Push und Pull ist voll so ein Scheiß weg, ja. Und wir nehmen das neue Power-Saug-Entschieb-Workout. Hä? Alter, ist der doof oder was? Also wie, was nochmal? Das neue Power-Saug-Entschieb-Workout. Geht gar nicht. Hört sich an wie das ist halt leider gequillte Scheiße. Ich hinterfrage mich das immer noch. Also ist die Menschheit so dumm geworden? Ja, das kommt natürlich aus Amerika, wie alle anderen Sachen auch. Alles amerikanischer Scheißdreck. Ich hab keinen Bock drauf. Auf die Scheiße. Und ist von den heimischen Hausfrauen übernommen worden und hält jetzt langsam Einzug auch in die Männerwelt. So einen Scheiß macht man nicht. Letztendlich ist es schwer, falsch trainieren bis zum Schlaganfall. Auf jeden Fall funktioniert. Es gibt diese Exemplare selbstverständlich auch in bleischwer und tonnenschwer. Das ist gar nichts, Alter. Aber du bist aber ein Muschi. Du brauchst dich zu wundern, dass manche 10 Jahre trainieren und immer noch Schultern haben. Müsst ihr selber wissen, wie viel ihr da jeweils bewegen könnt. Also mit 1200 Kilo. Viele Wege führen nach Rom, aber der schnellste übers Gewicht. Und das kann man, glaube ich, unterstreichen. Da gibt es gar keine zwei Meinungen. Ich werde euch demonstrieren, wie es geht. Es ist ein bisschen komplex, sehr, sehr effektiv. Nee, das ist falsch. Und du machst Cardio, Alter. Oder sonst irgendein Bullshit. Wie gesagt, für Oberkörper und Unterkörper. Da musst du kompletten Dachschaden haben, aber... Haben wir nicht an vielen Geräten, aber mit dem Power-Saug-Entschieb. Das geht nicht, das ist ein Verbrechen. Ich kann es nicht verstehen, ohne Mist. Ich weiß nicht warum. Hier müsst ihr ein bisschen darauf achten, dass ihr die richtige Einheit wählt. Also, wer es ein bisschen schwerer mag. Brutales Rückentraining. Hat mich komplett durchgenudelt. Unbeschreiblich. Und selbstverständlich auch hier sollte man gucken, dass man das Gewicht variiert. Wenn du das machst, da wird es mit der Schultermuskulatur nichts, das könnt ihr vergessen. Vorne stellt ihr den Widerstand ein, Leistung auch nochmal justieren. Jetzt kriege ich einen Schlaganfall. Ist es für die kompletten Vollidioten, dass heute eine neumodische Scheiße ins Studio kommt. Und jetzt müsst ihr sehr aufmerksam sein. Im Gegensatz zu den meisten Geräten hat es nur einen Knopf. Das stimmt gar nicht, es hat zwei Knöpfe. Das ist brutal. Ich mache es erst gleich. Wichtig ist die Haltung. Arme angespannt halten. Da kann man viel probieren. Ob es auf Erfolg stößt, weiß man noch nicht. In Position. Der Power-Saug-Entschieb braucht selbstverständlich Strom. Ansonsten kannst du von einem Säugling natürlich nicht so viel erwarten, ja. Herzlichen Glückwunsch. Allerdings. Das ist Reha-Training. Lächerlich. Und es gibt in einigen wenigen Fitnessstudios tatsächlich eine extra Saug- und Schiebbahn. Mittlerweile sind wir in einer Zeit, wo die Leute immer blöder werden. Die ersten Wettkämpfe, zumindest sind sie in der Planung. Ja, auf gar keinen Fall. Niemals. Kommerzscheiße. Ich wünsche euch wirklich ganz viel Spaß. Voller Adrenalin, was ich hier heute erleben durfte. Das war's für heute. Schnauze voll. Rosa Munde Rühl. So was Stabiles, ja. Du weißt ja gleich, dass die einmal 300 Kilo beugt, ja. 4 Kilo Kreuze hier macht.